Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder Starkiller für Videospielplatz.eu und einer weiteren Folge Let's Play Uncharted Drake's Fortune Remastered. Und dieser Titel wird irgendwie jedes Mal länger. Wir sind beim letzten Mal ja mit dem Flugzeug abgestürzt und irgendwie an dieser Figur hier gelandet. Ja, und werden jetzt hier mal weiterspielen. Ich habe was vergessen. Doch nicht. Heutzutage, wo man ein wenig mehr Open-World-Spiele gewöhnt ist, finde ich das immer sehr amüsant, hier einen Wald zu sehen, wo man nirgendwo durchkann. Okay, das Spiel sagt mir ganz dezent, dass ich das falsch mache. Bam. Warum ist die Tür vorher nicht aus den Angeln geflogen? Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich die Uncharted-Spiele noch durchkriege, bevor das neue rauskommt. Ist ja jetzt auch nicht mehr so lang hin. Es wurde zwar ewig dauernd verschoben. Ja, soll jetzt aber, glaube ich, April oder Mai? Ah, ich guck mal kurz nach. Na? Ja, 27.04. soll es rauskommen. Ich bin gespannt. Wie gesagt, das erste Spiel, obwohl es so alt ist, gefällt mir schon ziemlich gut. Es erinnert mich an die alten Tomb Raider-Tage. Irgendwie hätte ich mir mein ganzes Leben schon mal ein Indiana Jones Spiel gewünscht, was so aussieht. Here they come. Guys come from? Okay.
Dadele. So, alle Granaten. Okay, wie wirft man Granaten? Okay. Und schon besser. Granaten, Alter. Wie kann man Granaten schmeißen? Keine Waffen mehr. Oh,
brauche Munition. Granate, Granate. Ja, da ist die Muni. Ah, Mann. Oh, boy. Das war's jetzt. Okay, wenn der Charakter die Waffe auf den Rücken tut, scheint es ein guter Hinweis zu sein, dass es jetzt nicht mehr weiter mit Ballern geht. So. Ah, nein, die AK ist besser. Was denn hier gerade explodiert? Ja, wir kommen immer weiter und weiter. Und da sind schon die nächsten Gegner. Ich habe mal gelesen, dass bei dem, als es ursprünglich rauskam, dass das Schießen nicht so gut geregelt war. Und teils sehr frustrierend war. Ich bin ganz froh, dass wir mittlerweile eine neue Version davon haben. Oh Gott, in den Rücken geschossen, wie unfair. Nicht die Schrot. Dass er sie auch immer nimmt. Okay. K.
klettern, popettern. Ein Silberring. So. Wo lang, kleiner Drake? Also hier hoch. Dahin. Und dann? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss darüber. Bimmeln. Oh, das geht. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Sah nicht so aus, als wenn es funktioniert. So, da hoch. Weiter direkt? Ja, weiter. Scheiß auf Geheimnisse, wir wollen nicht 100%. Sprach er und suchte wieder nach Geheimnissen. Bist du ein Gegner? Oh ja, Heil. Headshot. Oh, ihr seid überall. Nein. Das, Ladies and Gentlemen, war ein Tod. Und das war dumm. Zweiter Versuch, schon besser. Jerry. Thank you.
Ich habe früher sehr viel Prince of Persia Spiele gespielt und irgendwie diese von der Wand wegspringen Sachen so. Genauso wie bei Assassin's Creed sind irgendwie immer sehr schwierig für mich. Das gerade sah ein bisschen so aus, als wenn der Stuntman das ein bisschen übertrieben hat. Oh Gott, du hast mich getroffen. Ah, ja. Ich muss sterben. Ich muss den Wasserfall runterfallen. Okay, hier runter. Ah, okay, da lang. Bin gespannt, wie lang der erste Teil ist. Normalerweise tendieren ja so erste Teile von irgendwelchen Längen geschissen. Also so Uncharted 1, 2 und 3 Sachen. Immer etwas kürzer zu sein. Kamera, was machst du hier gerade? Schießen die? Mich. Warum fahrt ihr mit einem Auto und packt was Explosives hinten drauf? Das ergibt so keinen Sinn, Freunde. Blueprint for Disaster. Ihr schreit quasi, bringt mich um. Und an dieser Stelle sehen Sie, wie der Vortragende absolut keine Ahnung hat, wo er hinspringen muss. Aber es sieht doch aus, als wenn man auf den Stein da springen kann, oder? Da muss ich hier runter. Okay, da komme ich her. Okay, Mechanik war einfach seltsam. Nicht zu schießen. Stuntman! Muss dramatisch runterspringen. Also mancher springt er wie ein altes, altersschwaches Lama, ey.
Ein Silver Inca Wessel. Bald sind wir madly rich. Ach komm jetzt. Das Flugzeug, zumindest Teile von ihm. Oh man. Doesn't look good. Okay, an dieser Stelle würde ich sagen, dass wir wieder Pause machen. Wir haben jetzt wieder die 30 Minuten erreicht. Es war mir eine Freude und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Starkiller spielt Uncharted, Drake's Fortune, Remastered. Und ich, bis dann.